So, hallo Leute, es geht weiter mit dem Pro-Team-Modus in Tour de France 2017 auf PS4. Ich habe dieses Kriterium du Dauphiné mit Bob Jungels gewonnen. Und nun geht's weiter mit der Tour. Und wie wir hier sehen, ist es die Tour von 2016, die hier zur Auswahl, also beziehungsweise gefahren werden muss. Und ja, fangen wir an. Einmal erst jetzt eine flache Etappe. Was für die Sprinter. Und dann muss ich schauen, was ich jetzt mache, weil ich muss einen Fahrer in die Top 10 bekommen, um die Topfahrer freizuschalten am Ende der Saison zum Kaufen. Und das wäre schon schön, wenn ich das schaffe. Weil ich will ja dann die Saison jetzt dann danach wirklich um den Toursieg mitfahren. Jetzt ist es mir erstmal... Also jetzt werde ich es auf jeden Fall erstmal noch nicht schaffen. So. Leider sind das alles noch die alten Werte, aber gut, müssen wir durch. Michael Matthews und... It is a magnificent setting that welcomes the riders, the Mont Saint-Michel. Beyond the landscape, it is especially the sprinters that should offer us a show today, with a stage that is made to measure. Los geht's. So, dann nehmen wir mal den Rick Zabel. Ja, und für die Gesamtwertung bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Jungels, Meintjes, Barguil. Es sind gute Leute dabei, aber ich glaube, ich nehme Jungels. So. Ausreißer schicken wir jetzt erstmal noch keinen weg. Weil hier werden die Ausreißer auf keinen Fall durchkommen. So, wie viele sind weg? 5 Minuten. Ein einziger ist weg. Dann lass man mal fahren. So, sind wir gleich bei der Sprintwertung. 7, 6, 5, 4, 3. War ja fast auf der Wiese. So, jetzt machen wir hier Tempo für mich. Zabel. Ich bin ein bisschen zu spät los, glaube ich. Doch, reicht für den Sprintsieg an der Sprintwertung. 17 Punkte. Geht doch schon mal ganz gut los.
Gute Vorarbeit von Rick Zabel. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. 70 Kilometer noch. He's got his team riding to set up a sprint finish. This is not the time to hang around at the back of the peloton. He's got his team riding to set up a sprint finish. This is not the time to hang around at the back of the peloton. Peloton is riding hard. Stay well placed. So, dann müssen wir uns langsam, aber sicher mal den Sprint fertig machen. Last time checked with a breakaway. 1 minute. So, letzten 10 Kilometer. So, 30 Sekunden Ausreise nach vorn, das war's gleich. Okay, Ausreise ist eingeholt, jetzt geht's um den Sieg. 6 Kilometer noch. Kurzer Anstieg hier sogar. Dreieinhalb Kilometer. Ja, jetzt wird's hier wieder eng. 2,8. So. Greipel, was macht Greipel denn da? Fuck, komm schon. Ich komme nicht näher ran. Ah, ich hätte den Tigersprung vielleicht machen sollen. Das war nicht ideal. Schade, schade. Greipel gewinnt vor Christoph. Ja, ich bin trotzdem Dritter. Okay. Das passt. Greipel 60 Punkte. 37. Naja. Greipel führt jetzt nun. Aber trotzdem Geld reingeholt. Passt. So, jetzt kommt eine schöne Etappe nach Cherbourg, Octeville. Mit einer schönen Ankunft. Ich denke, das wird was für Wochenbargie sein. Valverde, Martin, Poels sind hier die Favoriten. So, ja genau, Wochenbargie, erste 10 Fahrer. So, vielleicht schicke ich tatsächlich Roglic weg oder Eiking. Auf jeden Fall war ich mit Bargie.
a finish on top of La Glacerie, a 2 kilometer climb at an average of 6.5%, it's a safe bet that they'll do everything to avoid being robbed by a surprise break. Los geht's. Angriffen folgen. Geschke Junges. Eiking. Buggy. So. Viele kleine Bergwertungen, Angriffen der Spitzengruppe. Attempt at a breakaway. He's no doubt trying to improve his competitivity placing. He does well on short climbs, but he can't really rely on his sprint qualities. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. 10 Fahrer von 15 Fahrer von. Das ist ordentlich. Ach, WTF. Greifen die jeden Berg an, oder was? You mustn't give a meter's lead, especially as it takes short climbs in a stride and has no interest in waiting for the sprint, given his lack of pace. So, jetzt erstmal ein längeres Flachstück. Dann brauchen wir bei der Sprintwertung auf jeden Fall nicht mitsprinten. 15 Fahrer von. Das Tempoumfeld ist ziemlich hoch. Noch 2 Minuten. Eins 30. Losing its lead. It's going to be difficult for them. His teammates are riding to protect the jersey. 1 Minute. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. He goes to the top of the climber standing. Knapp 1 Minute, dann bauen wir jetzt hier Roglic nicht irgendwie verheizen. Ja, dann greift nur an. Jetzt geht's eh gleich mal runter, dann wird er nochmal regenerieren. Jetzt erstmal mit Buggy hier fahren. 11 Kilometer vom Ziel. Und der kriegt jetzt trotzdem Verpflegung. Kommt da noch ein Kategorie 4 Anstieg vorher, bevor die Zielsteigung kommt?
So, jetzt haben wir hier die Kategorie 4 Anstieg. Ups. Tempo jetzt wird doch bitte angezogen. So, jetzt geht's hier runter und dann eigentlich gleich hoch in den letzten Anstieg. Dann soll mich Eiking vorne reinbringen. So. Vielleicht dürfte es losgehen. Wie sieht's aus? Blaues Gilsa. Valverde, da müssen wir mitgehen. Und der ist stark. Und Kwiatkowski wird das ja von sein. Ja, der ist auch stark. Das sind noch 2,4 Kilometer. Hier ist die Ausreisergruppe. Sind wir nur noch angekommen. Die werden keine Chance haben. Okay, jetzt gehe ich hier vorbei. Letzter Kilometer. Ach, da vorne ist noch ein Ausreißer. Ich bin blöd. Ups. Der wird da gewinnen. Ah, Valverde ist zu stark. Schade. Aber trotzdem sehr gut mitgefahren. Und ein Ausreißer ist durchgekommen. Weiß jetzt gar nicht, wer es war. Habe gar nicht drauf geachtet. Müsste ich dann nochmal schauen. Aber sehe ich ja eh gleich. Ach, Kalmecan hat gewonnen. Etappensieger bei der diesjährigen Tour. Vor Valverde, dann komme ich mit Bargy, Kwiatkowski, Chavez, Martin, Poos, Keldermann, Froome, Quintana. Ja, 39. Ah, hier 54. Geschke stark gefahren. Buchmann versus Eiking. Meint jetzt Junges 1-0-2, naja, ein bisschen Zeit verloren, aber passt noch. Passt alles noch. Gesamtwertung. Kalmecan im gelben Trikot. Vor Valverde, dann Bargy, Kwiatkowski, Geschke, Buchmann, Eiking, Junges. Ja, alles noch eng beieinander. Da können wir noch nicht viel sagen. Wir müssen auf die ersten Berge abwarten, aber war eine gute Etappe. Mit Bargy. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Mit Bargy. Dritter geworden. Passt soweit. Gut, das war's mit der Folge. Pro Team. Geht weiter morgen mit der nächsten. Morgen, ja, mal gucken, mit der nächsten Folge dann. Auf jeden Fall. Schönen Tag noch. Tschüss.